Und weiter geht es mit einer knusprigen Folge Meet Your Maker. Mom wurde gerade gefüttert. Ja, das gefällt dir, ne? Diese Brötchen, die gefallen dir. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter raiden, Leute. Wir haben jetzt noch ein bisschen hier. Warte mal. Ach, in der Zeit sind doch. Ist hier was Neues passiert? Einer rein und zweimal gedrupst. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, sollten wir mal ein paar kleine machen. Ich könnte noch Erfahrung gebrauchen, oder warte mal, gefährlich? Ja, da kriegen wir jetzt kein ganzes Level raus. Hier aber, oh, Alter, was ist das denn für eine... Warte, das sieht interessant aus, auch wenn da viele Fallen sind. Das sieht ganz interessant aus, das schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Da werde ich neugierig. Solange keine Killräume sind, alles gut, Leute. Solange keine Killerbox da ist, ist der alte Raid zufrieden. Ich bin gespannt. Boah, die sieht gut aus. Die sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Muss man schon sagen. Sieht ein bisschen wie so eine Burg aus, ne? So ein richtiges... Wie so ein richtiges Gelände. Der hat sich was überlegt, Leute. Der hat sich was überlegt, der Bauer. Alter, was? Sowas gefällt mir. Schaut euch das mal an. Da hinten geht der rein. Das sind aber mehrere. Alter, das ist cool. Hier gucke ich auch gerne mal ein bisschen rum. Schau mir das ein bisschen genauer an. Das ist schon wie so ein Labyrinth, ne? Was, wenn ich hier hochgehe? Kann ich dann die Grabstätten finden? Das nicht... Ne, okay. Nur so Deko. Zur Deko anscheinend. Aber wenn das nicht cool ist... Das ist richtig stylisch. Okay, da hinten geht es ja anscheinend rein. Ich will mir aber trotzdem irgendwie alles anschauen. Hier noch irgendwo rein. Wäre cool, wenn der auf jeden Fall in so einem Ding eine Grabstätte Platz, also eine Grabstätte drin ist. Der kommt von da hinten, ne? Ist ein bisschen verrückt hier, muss ich schon zugeben. Ein richtiges Labyrinth. Also die Base ist jetzt die coolste, die ich gesehen habe, glaube ich. Aha. Einen haben wir gefunden. So eine richtige Jagd auf die Grabstätten, ne? Du weißt nicht, wo die sind. Ups. Die Base ist cool. Ich glaube, ich habe die nächste Bird her. Ich weiß nicht, ob hier drei sind. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das eine mittlere ist oder eine große Base. Das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Also, da hinten... Warte mal, von da hinten kommen wir eigentlich. Sehr interessante Base auf jeden Fall. Ist auch hier lang gegangen, oder? Ey, das hier... Doch noch eine Grabstätte, höre ich. Okay, der geht hier runter. Irgendwo hier oben. Ah. Alter, boah. Hinterhältig. Verdammt hinterhältig. Aber ich habe es gefunden. Das heißt, jetzt geht es ins Wahre. Ist er von hier unten gekommen? Ich glaube, ja.
ist das für ein Labyrinth? Ich muss wieder auf den Ernter warten. Ich laufe mal mit dem mit. Ich warte mal auf den. Das ist ein bisschen fies gemacht. Von hier kommt der runter, oder? So, wo ist der Gute denn jetzt? Da hinten, jetzt müssen wir auf den warten. Aber ohne den, ich glaube, da finde ich den Weg nicht. Ich glaube, ich komme hier durcheinander. Den stehen jetzt aus den Umlege, ne? Das finde ich gut. Das wäre definitiv nicht gut. Der sieht echt cool aus. Hat er sich echt Mühe gegeben. Sehr geile Base. Was haltet ihr von der Base? Was sagt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. So eine verrückte Base habe ich echt noch nie gesehen. Schon ansatzweise cool und verrückt, aber so. Das ist schon ein Meisterwerk. So, geh mal ruhig vor, Bro. Lass ihn noch ein bisschen vorlaufen. Nicht, dass der hinter so eine Falle wie hier oben. Dann braucht den was. Hat ihn kaputt gemacht oder nicht? Alles klar. Also, ich hab's mir irgendwie gedacht, Leute. Oh nein. Alter, was? So, ich mach einfach den hier. Einfach flüchten. Nochmal wichtig, nicht durch das Labyrinth hier. Aber sehr geil. Sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Muss ich schon sagen. Ja, jetzt kommen die ganzen Fallen zum Vorschein, aber wir gehen raus. Schaut euch die Base mal an. Die ist mega cool. Kunstvoll und genial einfach. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich hätte auch alle vier angekreuzt. Nicht schlecht, echt nicht schlecht, Leute. So. Unsere Mom können wir auch schon wieder füttern. Ja, ja, ja. Knusper deine Gehirne. Ich mach ja schon weiter. Hetz mich einfach nicht. Hetz mich doch einfach nicht. Champion Base. Oh, die sieht auch gut aus. Brutal Champion. Nee, das. Alter, 106 Fallen. Oh, die sieht auch nett aus. Ich überlege zwischen der hier. Und der hier. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie auch cool aus, ne? Ich nehme mal das hier. Das ist irgendwie vom Aussehen her. Finde ich die ein bisschen interessanter. Schaut euch das mal an. So eine komische Base habe ich auch noch nicht gesehen. Hier oben ist bestimmt eine Falle über uns, oder? Ne? Ach, sag doch jetzt ehrlich nicht so ein Killraum. Alles klar. Alles klar, okay, der übertreibt halt komplett. Also der hat eigentlich eine Mini-Killbox gebaut, ne? Genau das, was ich hasse. Hätte ich lieber die andere genommen. Hätte ich lieber die andere Base genommen, Leute. Komm, ernsthaft? Das ist echt nervig. So. Ach, ich vergesse das immer, ne? Oh, wie, ernsthaft? Das ist total behindert. Ich hasse so Boxen, ne? So, weg mit euch. Einmal
den hier noch und. So. Jetzt reicht's mir langsam. Ach, ist noch einer. Komm, ernsthaft? Das war ein guter Trick. Das muss ich schon zugeben, das war schon ein echt guter Trick. Ist hier noch was? Nee, ne? Ich bin, ach, hier. Noch was zum Sammeln. Also der Trick war gut, das war ein guter Move. Auch tricky Weg, ne? Wie der Ernte hier hochkommt. Schon ein bisschen tricky, muss man schon zugeben. Hallo? Keine? Jackpot. Und wie findet ihr diese Base hier? Was sagt ihr dazu? Gefallen? Nein? Ich habe aber irgendwelche gehört. Also auf dem Rückweg sind auf jeden Fall welche. Ich will hier lieber safe raus, das ist bestimmt irgendeine Falle, oder? Aha. Jetzt habe ich mir schon fast gedacht, über uns jetzt auch. Okay. Wenigstens das nicht. Alter. Nicht schlecht, echt nicht schlecht, da hat sich echt Gedanken gemacht. Nicht schlecht die Base, wirklich. Da kann ich verstehen, dass es eine Champion Base ist. Das ist den Namen eines Champions würdig, Leute. Ganz ehrlich. Wie fandet ihr die Base? Ich hätte auch gerne die andere ausprobiert, ne? Aber das ist leider nicht möglich. Ganz ruhig, ganz ruhig, Mom. Wie sieht es mit der hier aus? Da würden wir ein Level kriegen, ne? Ja auch. Wir nehmen die hier. Wir nehmen uns mal die hier. Dann schauen wir mal so ein schwebendes Ding. Gucken wie. Ups, aus Reflex. Ich höre auf jeden Fall schon die Grabstätte. Sag nicht, der hat die unter uns gebaut oder so. Ich glaube ja. Oh ne, da ist die. Sehr gut. Okay, ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Okay, seltsam. Ja, ja, ist ja gut. Okay, soweit eigentlich ganz easy. Nicht mit mir. Alles klar. Ups. Das hätte ins Auge gehen können. So, was haben wir da? So ein Kollegen. Die ist recht easy. So, das hier ein Haken. Und das sind. Achso. Ich verstehe. Ja, damit. Ich glaube, das war's dann aber auch, oder? Ja. Okay, kurz und knackig. So. Immer Bewertungen geben, Leute. Immer Bewertungen geben. So, dann können wir die jetzt upgraden. Ich bin ganz deiner Meinung. So. Jetzt ist die Frage.
Baue ich an der Base weiter oder soll ich weiter raiden, Leute? Ich würde das mal sagen. Many false sanctuaries oppose. Ich fühle hier einmal nach. I trust you will deal with them. Mehr als genug. Und wir sollten es auch demnächst, weil ich mir mal ein paar Upgrades für die Basen holen und so. Was denn hier passiert? Aha, 4 Raids, 6 getötet. Sehr gut. Scheint zu laufen. Scheint gerade echt zu laufen. Die muss ich auf jeden Fall auch fertig bauen, ne? Ich glaube, das mache ich aber in der nächsten Folge. Gerade habe ich ein bisschen Bock zu raiden. Also ich würde gerne noch... Warte, hier würde ich ein Level voll kriegen, ne? 57 Feind. Das ist doch nicht normal. Ah, nee, das ist so eine Killbox. Das sehe ich schon von Weitem, Leute. Nee, 101 Fallen, boah. Ich weiß nicht, die gefährlichen Wesen, die reizen mich irgendwie nicht so. Warte, die Base heißt Bismarck? Die sieht aber cool aus. Warte, welche sieht am geilsten von hier aus? Sieht auch nice aus. Smiley. Ich würde sagen, wir nehmen Bismarck. Der Name springt auch direkt ins Auge. Base von Bismarck, Leute. Okay. Eigentlich hier oben lang, aber was ist hier? Sieht interessant aus. Okay, der hat mich eiskalt erwischt, ne? Da war ich gerade zu blöd und zu lahm. Da hat mein Gehirn nicht geschalten, Leute. Mein Gehirn wollte da nicht mitmachen. Den hier machen sollen. Das ist da noch irgendwas? Ey! Boah! Alles klar. Warum sind hier so viele Fallen, Leute? Aber dafür habe ich die ganzen Grabstätten jetzt geplündert. Das war auf jeden Fall crazy, muss ich schon sagen. Das war nicht schlecht. Und wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Hallo? Ich bin gerade verwirrt. Ah, ich glaube hier, ne? Ja. Was ist das für ein Mini-Labyrinth? Geht es hier auch noch irgendwo hin? Ne, ich glaube, hier hat er einfach vergessen zuzubauen, oder? Also, hier sind zwei Wege. Der ist ja da lang gelaufen. Was ist, wenn wir hier lang laufen? Was ist, wenn wir hier lang laufen, Leute? Geht's auch irgendwo lang? Runter. Aha, ne, der führt uns nur dahin. Was, wenn ich aber von hier jetzt reingehe? Ist das derselbe Weg? Ich glaube, ja. Sieht ganz so aus. Auf jeden Fall auch eine interessante Base. Boah, hier wird doch alles gleich voller Fallen sein, oder? Okay, so weit, so gut. Aber irgendwie hat die was. Die Base hat was. Nein, 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 nein. Ich hau das Ding lieber mal hier hin. Hier, das ist so unübersichtlich, ne? Da war die Falle, ich glaube. Wir haben es aber eigentlich schon so weit geschafft. Ja. War auf jeden Fall interessant. Interessante Base. Definitiv. Was habt ihr von der Base gehalten? Wie findet ihr die? Schreibt es mir in die Kommentare.
So. Und weiter geht's. Ich würde sagen, die Folge werden wir komplett nur raiden. I have reached a new stage of evolution. Ja, ja, beruhig dich. Ganz ruhig, ja. Wieder gut aus. Ja, ne, so ein Klotz. Hier sind nur 10 Fallen. Warte mal, aber. Hier würde ich wahrscheinlich ein Level kriegen, ne? Nee. Wir machen die mal. Wir machen ein paar coole Basen. Ich will ein bisschen überrascht werden, Leute. Ich will Kreatives. Ich will kreative Sachen sehen. Okay, das sieht doch schon mal einigermaßen interessant aus. Also, hier ist nichts. Hätte ich jetzt echt vermutet. Aber nein. Hier ist echt so ruhig gerade. Sieht so cool aus, die Base. So wenig Fallen. Jetzt weiß ich nicht, bin ich auf dem richtigen Weg oder auf dem Weg zur Grabstätte. Ist doch gar nichts. Für eine. Hier. Aha. Aha. Warte mal. Ist hier noch eine? Habe ich mich nur verhört? Hier ist doch zu ruhig, Leute, oder was meint ihr? Ach komm. Jetzt bin ich ehrlich auf so ein einfaches Ding reingefallen, Leute. Wie schlecht kann man sein? Wie schlecht kann man sein? Warte mal, jetzt will ich mal kurz schauen, wo der überhaupt lang geht. Ich will links lang. Gucken wir mal rechts. Vielleicht ist hier noch eine. Nee. Okay. Ich glaube, der will uns da nur verwirren. Ich will den richtigen Weg wahrscheinlich nicht finden, ne? Sollte nur zur Ablenkung die. Ja, hier mal vor. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, Fallen, ne? Mit dem Ding. Ich bin ja neugierig, ne? Was ist da hinten? Ach, gar nichts. Okay. Ich hätte gedacht, da ist jetzt irgendwas. Leider nicht. Aber der hat mich einmal überrascht. Der hat einmal einen Kill geholt. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Ich wollte noch einen weiteren. Ich glaube nicht, aber es könnte sein. Aber ich glaube nicht, Leute. Nee, nee. Niemals. Niemals holt er mich noch einmal. Wie komme ich jetzt? Ohne Probleme raus, Leute. Netter Versuch. Nix. Das sieht aber ganz nett aus. Sieht echt nett aus. So. Ich will noch irgendwie ein Level kriegen oder so, Leute. Aber wir haben mittlerweile einiges an Material. Ja. Später. Das hat auch Zeit. So, warte mal. Wir können uns noch eine Champion Base gönnen. Das ist cool.
Okay. Das spricht mich irgendwie nicht so an. 2 und 65. Haben wir Zeit für ein brutales? Ich versuch's einfach mal. Ich versuch's, Leute. 7 Minuten oder so, das sollte. Vielleicht können wir es schaffen. Also, das fängt ja gut an. Ach komm, hör doch auf. Hör doch auf, ey. So, jetzt weiß ich aber schon mal Bescheid. Ernsthaft? Ich gehe durch eine einzige billige Wache drauf gerade. Warte, jetzt Concentration Rate. Concentration. Jetzt auch runter. So. Na, wer sagt's denn so? Was ist das hier? Aha. Das hat mich schon fast. Was war das für ein Geräusch? Ach, hier unten. Das ist fies. Das ist genauso fies. Alles klar, ihr müsst dran denken, das sind Champion-Posten, ne? Also am Anfang, die ersten beiden, die waren echt ein dummer Fehler. Die ein bisschen tricky gebaut, muss man schon zugeben. Was? Achso, okay, ich dachte schon. Was geht da ab? Wieder was direkt komplett aus. Also wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen safe durchgehen. Ja, das sieht echt gefährlich aus. Das sieht nicht gut aus. Schaut euch das mal an, wie hinterhältig. Aber gerade kommen wir gut durch. Hier ist keine Holo-Falle, okay. Hätte ich jetzt vermutet. Hätte ich jetzt echt gedacht. Aber so weit, so gut. Hier oben wird auf jeden Fall eine Falle sein. Ein Rückweg. Ist hier irgendwo. Oh. Wer da jetzt. Das wäre vielleicht unser Ende gewesen, ne? Das wäre mein Ende gewesen. Das ist aber ein ziemlich. Das wäre jetzt fast mein Ende gewesen. Ich muss mir auch auf den Boden gucken. Alles klar. Okay. Ich höre noch mit Grabstätte. Ach, warte, hör mal auf. Also hier rechts geht es auch noch lang. Hier wird auf jeden Fall eine miese Falle sein, oder? Hä? Okay. Anscheinend doch nicht. Das war fies. Fies, aber ich hab's überlebt. Ah. So geht's auch. So, das gefällt mir, Leute. So basic gefallen mir. Das nenne ich kreativ.
Ja, was hätte der jetzt gemacht? Der hätte uns festgezogen, aber mehr auch nicht, ne? Wisst ihr was? Ich würde sagen, safe is safe. Ist ja nicht umsonst eine Champion Base. Nicht, dass wir alles hinter umsonst gemacht haben. Was war das für ein Geräusch? Okay, so weit, so gut. Ich glaube, von hier geht's zurück, ne? Alles klar, Leute. So weit, so gut. Drückt mir die Daumen. Und den dicken Zeh auch. Gerade haben wir ein bisschen Ruhe. Das ist wieder schon zu schön. Kann ich irgendwie nicht glauben gerade. Gerade scheint es doch ganz gut zu sein. Ne, okay. Er hat uns gegönnt. Er hat uns den Ausweg gegönnt. Eine Grabstätte oder... Das ist doch... War das eine kleine Base? Oder haben wir zwei gesammelt? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, scheint nichts da zu sein. Dann geht's raus hier. War auf jeden Fall cool. Aber nee, warte mal, das war brutal, ne? Nicht schlecht. Da haben wir auf jeden Fall dicke Beute gemacht, Leute. Da haben wir echt dicke Beute gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Und haben das sogar in der Zeit geschafft, wie ich es mir gedacht habe. Perfekt. So Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit der Folge. Wie immer, Bewertung kommt hier nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.